Schaut mal, liebe Leute, willkommen bei einer zweiten Tour in KW19 2020. Ich muss so beginnen, ich bin kein Insektophychologe. Das heißt, ich kenne mich nicht wirklich gut aus mit Insekten. Was wir da sehen, ist eine Blutzikade, so viel weiß ich. Und diese Zikaden bilden, wenn sie Eier gelegt haben und die Larven schlüpfen, diese Larven bilden Schaumnester. Nämlich, schauen wir mal, da haben wir so ein Schaumnest. Ich bin ein bisschen verunsichert, also ich kann jetzt nicht sagen, ist das das Nest von einer Blutzikade? Wird das wieder scharf auch einmal? Ja, die meine ich, das ist der Vektor. Mein Wissensstand, und das ist nur irgendwie ein bisschen angelesen, ist es so, dass die Nester der Blutzikaden eher am Boden verortet sind, also schon auf Pflanzen, aber dann eher im Boden- und Wurzelbereich. Und von den anderen Schaumzikaden, also Blutzikade und Schaumzikade sind verschiedene Zikadenarten, und Schaumzikaden eher weiter oben ihre Nester bauen. Also von der Verortung her müsste also dieses Schaumnest zur Schaumzikade gehören. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Aber vielleicht ist ja trotzdem schon mal Information. Man sieht das jetzt immer öfter, diese Schaumnester. Wenn wir da jetzt ein bisschen gucken und sich Zeit lassen, wird man wahrscheinlich immer wieder mal wo ein Schaumnest entdecken. Da zum Beispiel. Schaut, also da ist wieder so ein Schaumnest. Und jetzt bin ich schaumig. Das Nest kommt so zustande, da drinnen ist schon eine Larve am Werkeln, die scheidet diese Flüssigkeit aus, ist fast nur Wasser, und dennoch ist der Schaum voll stabil, sind sie draufgekommen. Also das übersteht auch einen Regenguss. Und die haben ja nicht so Mund und Lungen wie wir, sondern die haben so Atemöffnungen, und über diese, heißen es Tracheen, bin mir gar nicht ganz sicher, dann können sie Luftblasen aus, also die wie wenn man mit einem Strohhalm in eine Flüssigkeit bläst, und drum entsteht dieses Nest. In umgangssprachlich wird das eben auch Hexenspeichel oder also Hexenspucke und Kuckucksspeichel genannt. Es schaut ja wirklich so aus, wie wenn wer wohin gespuckt hätte. Ja, dazu. Und das, was da so toll blütenmäßig umeinander steht, ist der Wiesensalbei. Und da werde ich mich jetzt als Hummel probieren, weil das ein fantastisches Spiel ist, was man ausprobieren kann, besonders wenn man mit Kindern unterwegs ist. Mal gucken, ob das jetzt gelingt. Ich bin jetzt die Hummel und suche nach Nektar und muss da mit meinem Kopf rein. Ja, habt ihr es gesehen? Indem ich mit meinem Kopf da reinfahre, drücke da auf eine Platte dagegen, und das, was einen Hebelmechanismus in Gang setzt, was dann dazu führt, dass mir als Hummel diese Staubbeutel über den Rücken streichen und da einen Pollen abgeben. Also das ist ein Schlagbaummechanismus, nennen sie das Ganze, beziehungsweise der Salbei-Mechanismus. Also Salbei, der hat das praktisch spezialisiert, das ist eben sein Ding von der Blütenbauart, dass er eben das kann. Also da seht ihr und wieder raus. Das Ganze geht eben mehrmals, also dieser Pollen ist nicht durch einen Besuch dann abgestreift, sondern circa 12 Mal, sagt die Literatur, und dann sind diese Pollenschuhe auf dem Rücken der Hummel abgestreift. Rücken der Hummel deshalb, ein leichter Flieger kann das nicht in Gang setzen, den Mechanismus. Und Falter haben einen langen Rüssel, die können sich da vorbeirüsseln. Also das machen die nicht mit dem Kopf, die Falter. Es gibt zwar 30 Falkerarten ungefähr, die was direkt oder indirekt vom Wiesensalbei leben. Also manche nehmen aus Nektarpflanzen, manche tatsächlich aus Raupenfutterpflanze. Aber die können mit einem langen Rüssel praktisch vorbei. Also die sind dann keine Bestäuber. Ja, hat man jetzt eindrucksvoll gesehen. Super Sache. Da muss man dazu sagen, da ist ja dann praktisch das Leben noch nicht geschafft. Ist vormännlich. Erst werden die Pollen abgeben. Und seht ihr dieses Zipferl da oben?
das ist der Damenteil. Das ist nicht da oben an der Spitze dieses Kronblatts angewachsen, sondern das geht bis hinter in den Fruchtknoten. Aber das ist zum Beginn jetzt noch nicht wirklich lang. Das heißt, wenn jetzt der Hummel vorbeikommt, dann kommt die Hummel da an, steckt ihren Kopf da rein und wird bestäubt. Aber sie kommt bei der Zunge noch nicht an. Das passiert eben dann im Älterwerden der Blüte. Das sehen wir da schön, dass die Zunge nach und nach immer länger wächst. Und seht ihr, also wenn das einmal so lang ist, dann ist schon so, wenn da wirklich wieder ein Bestäuber vorbeikommt, dann streicht diese Zunge über dem Rücken vom Bestäuberhummelchen und nimmt dann einen Pollen auf. Vollschlag macht die Geschichte. Grundsätzlich ist ein Essbar der Wiesensalbei, also man kann die Blätter verwenden, sie sind halt relativ bitter, was halt auch nicht ungesund ist, Bitterstoffe, und auch die Blüten, man kann sie einen Frischtee aufgießen, man kann es mit trocknen und in eine Teemischung reingeben. Zeitgleich ist er einfach weniger wirkstoffhaltig wie unser echter Salbei. Aber kann man ausprobieren, kann man machen. Wenn wir da nochmal mit zum Bemühen, sehen wir sogar diese Harzdrüsen, seht ihr das? Dieses, was da jetzt sogar ein bisschen glänzt. Da drinnen sind einfach diese die ätherischen Öle, und ätherische Öle dienen Pflanzen entweder aus Lockmittel, weil es gut duften für Bestäuber, oder auch aus Fraßschutz, weil es abstoßend wirken für Fressfeinde. Schlauglöste Sache. Wo bin ich da eigentlich? Das ist so ein Radweg der Donau entlang. Das ist eine Trockenwiese, oder nein, ist das falsche Wort, das ist eine Magerwiese. Das heißt, der wird nicht wirtschaftsmäßig Heu gewonnen. Es wird schon einmal, zum Teil zweimal im Jahr gemäht. Aber die Pflanzen dürfen da relativ unberührt leben und ihre Lebenszyklen vollziehen. Darum gibt es recht einen Artenreichtum auf solche Wiesen. Jetzt ist gerade Anfang Mai, das heißt, es ist von der Artenvielfalt, was wir da sehen, es ist noch relativ beschränkt. Da ist die Magerwiesen-Margerite, ein nettes Pflänzchen, nicht viel dran, also ist keine klassische Speisepflanze. Zeitgleich, also war jetzt nicht wirklich giftig, aber es kann zu Kontaktallergien kommen, wenn da empfindliche Menschen sind. Und da sehen wir, das ist wieder mal eine Körbchenblüte mit Zungenblüten. Und da ist vielleicht toll zu wissen, diese Zungenblüten dienen rein als Schauobjekt. Also da, die sind nicht befruchtbar. Also nur die Röhrenblüten in der Mitte, dieses gelbe Zeug, da drinnen ist alles vorhanden, Staubbeutel und auch Damenteil. Aus dem entwickelt sie Samen. Das Weiße ist nur hübsch und lockt Bestäuber an. Ja, da sehen wir, vielleicht haben wir das Glück und wir sehen diesen Schlagbaummechanismus im Live-Betrieb. Ah, das ist wieder weg. Wiesenglockenblume habe ich da auch schon wo gesehen. Gehen wir, da ist ein Stückchen Vieri. Die habe ich eh schon hergezeigt im Teil 1 von diesem Video. Sei nur mal kurz besucht. Es ist nicht wirklich viel dran als Speisepflanze. Da ist vielleicht wirklich eben auch das Spannende, dass man, wenn man da reinschaut, kann man eben diese verschiedenen Entwicklungsstadien der Narbe, also vom weiblichen Teil sehen. Seht ihr, da sind die schon ziemlich weit, da ist die Narbe weit geöffnet, das ist in so ein Dreierdings aufgespleißelt. Wenn das eine ganz junge Blüte ist, schauen wir, ob wir irgendwo das Glück haben, ja, festhalten. Schaut, da ist das eben nur ein Stift, also da ist das noch nicht zerspleißelt, die ist noch nicht befruchtbar. Das finde ich recht spannend. An Hahnenfuß hängen wir da auch schon wieder viel. Und überall entsteht da die Acker- bzw. Wiesenwitwenblume. Aber ja, das sind die Sachen, die haben wir schon ein bisschen angeschaut. Vielleicht rennt man noch was rein, dann zeige ich es euch. Schaut, da ist ein toller Stand von der Zypressenwolfsmilch. Die Wolfsmilchgewächse, ich habe es auf Pflanzenvielfalt nach wie vor nicht vertreten. Sie, ja, eh nichts zum Essen, im Gegenteil, super giftig. Ich werde mir das da jetzt erlauben, liebe Zypressenwolfsmilch. Also da ist Name eben Programm, stark milchsaftführend.
Und die Zypressenwolfsmilch finde ich interessant, weil die sehr unterschiedlich von der Erscheinung sein kann. Das kann von der Blattgestaltung ausschauen, wie wenn es ein Nadelbäumchen war, also wirklich schon fast Tannen-Fichtennadelmäßige Anordnung, auch ganz dicht gedrängt. Oder so wie da, dass eben so, und da schon wieder Kuckuckspeichel, also wo ich heute reingreife, überall greife ich in die Spucke rein. Oder eben so wie da solche doch weit auseinanderstehenden, langlanzettlichen Blätter. Die Blütenstände bei den Wolfsmilchen, manche sind komplett wirklich grün. Da ist dieses Gelb schön zum Sehen, wobei dieses Gelb keine Kronblätter sind, sondern auch wieder so Hochblätter, die was recht auffällig sind. Die Blüte selbst ist mehr wie unauffällig bei den Wolfs. Seht ihr das? Also ein bisschen Blüte kann man da erkennen, aber das Auffällige sind die Hochblätter. Eben super giftig, also für uns gar nichts zum Essen, problematisch im Heu, also frisch, das wird für Tiere eh verschmäht, das Ganze, also die fressen es nicht, weil es so bitter ist, aber wenn es im Heu landet, ist problematisch, weil es eben auch durch Trocknung ihr Gift nicht verliert, so wie bei den Hahnenfußgewächse. Also die mit den Pyrrolizidin-Alkaloide, die werden beim Trocknen unschädlich. Also es kann eine Wiese voller Hahnenfuß sein und das Heu ist dann trotzdem gut verfütterbar. Aber die Wolfsmilch eben, die wird nicht ungiftig. Und da schaut es da schon wieder eine Blutzikade. Also die sind da alle am Schaumnest liegen. Also ich habe heute schon ein paar Pflanzen angegriffen und überall habe ich eine gegriffen in Spucke. Super Sache. Okay. Zypressenwolfsmilch, wie gesagt, Wolfsmilch gibt es viele. Ich werde im Laufe des Jahres ein paar herzagen. Ein paar sind Gartenflüchtlinge, so wie die Kreuzblättrige, die schaut ganz toll aus. Ja, aber diesmal verraten, da kommt schon noch was. Schaut's, liebe Leute, jetzt nicht erschrecken, krasser Ortswechsel. Wir sind auf einmal nimmer an der Donau entlang, aber es war gestern mein Akku aus, also nicht meiner, aber der von meiner Kamera. Und drum anderer Ort, anderer Tag. Aber es ist nicht minder super, also es ist ja fast nur superer, weil wir erwischen nur die Kastanienblüte. Und schaut, sie hat man heute in der Arbeit wieder, aber wird wieder gut. Da haben wir die gewöhnliche Rosskastanie und da drüben haben wir die fleischrote Rosskastanie. Seht ihr, das ist, zeigt gleich, die Rosskastanien werden gern als Erleb- und Parkbäume genutzt. Also es ist schon mal einer von ihren Nutzen, dass hübsche Bäume sind, die was gern für sowas gesetzt werden. Ich erzähle diese Geschichte einfach wirklich furchtbar gerne, weil es eben zeigt, wie Informationen in unser Hirn kommen, abgespeichert werden und dann für wahr genommen werden und dann erzählen wir es wieder weiter und so können sie manche Mythen halten. Meine Frau hat mir einmal gesagt, eine Freundin hat ihr gesagt, es ist so, dass die roten Blüten sind Männer und die weißen Blüten sind Frauen. Also das war die Geschichte, aha, darum gibt es zwei verschiedene Blütenfarben, das ist einfach so. Und dann habe ich mich damals ein bisschen schlau gemacht und habe gesagt, liebe Frau, das muss man jetzt umspeichern, dieses Wissen, weil das stimmt nicht. Die Blüten sind zwittrig, also da ist keine Getrenntgeschlechtlichkeit oder keine Zweihäusigkeit, sondern jede dieser Blüten hat weibliche wie männliche Merkmale. Das gilt für die fleischrote Rosskastanie, das ist nämlich die mit den roten Blüten, ist die fleischrote Rosskastanie und die mit den weißen Blüten ist die gewöhnliche Rosskastanie. Die fleischrote Rosskastanie ist eine Mischung aus gewöhnlicher Rosskastanie und roter Rosskastanie. Die rote Rosskastanie wird es bei uns wahrscheinlich nicht finden, außer vielleicht irgendwo in einem botanischen Garten. Das ist eher in Amerika beheimatet. Aber die fleischrote ist ganz oft da. Somit haben wir viel Information in unserem Kopf gehabt mit der Geschlechtlichkeit. Erzählt und somit aufgelöst. Was toll ist bei den Rosskastanien, und das werden wir bei der fleischroten wie bei der gewöhnlichen sehen, ist das mit diesen Blüten. Also erstens ist ein Blütenstand, der was gewaltig ist. Schaut's nochmal.
Wenn ihr euch das anschaut, da hier unten, da sehen wir nur Schuppenreste von der Knospe. Also das waren diese Schutzeinrichtungen der jungen Knospe. Und in diesem Jahr, in diesem Frühling, ist all dies aus einer Knospe rausgewachsen. Zählen wir mal. Ein Blatt, zwei Blatt, drei Blätter, vier Blätter, fünf Blätter, sechs Blätter und eine Mordsblüte war da drinnen verbockt. Also das ist schon mal IKEA, konnte sich da nur was abschneiden. Die können die anderen Sachen auch gut einpacken, aber die Natur packt die Sachen nur effektiver ein. Eine Knospe, auch wenn es große Knospen sind bei der Kastanie, aber mächtig viel drinnen. Und wenn sich diesen Blütenstand anschaut, voll eine tolle Geschichte. Fällt euch was auf, nämlich gelb, orange und rot. Da sehen wir auch schön, schauen wir sich das bei den gelben an, da sehen wir einen Haufen Staubbeutel, seht ihr da, der Männerteil. Und der Damenteil ist da drinnen eigentlich ziemlich unscheinbar, da brauchen wir jetzt wieder das Zoom. Schauen wir mal, dass ich das irgendwie richtig herzeigen kann. Der Damenteil ist dieses eine kleine Zipferl da bei dieser gelben Blüte. Seht ihr das? Also da, das ist echt nicht auffällig. Die Männer mit ihren Bartschal super auffällig. Die Dame mit diesem kleinen roten Zipferl ist überhaupt nicht auffällig. Dennoch, wenn dann befruchtet, schauen wir mal, haben wir da schon gesehen, sehen wir, ist das eine Zipferl, das ist, wenn diese auffälligen Männer rundherum wegfallen, das ist da schon passiert, die sind da schon abgefallen, dann sieht man, das war der Damenteil, wo ich da gesagt habe, kurzes Zipferl, unauffällig, führt zu diesem Fruchtknoten. Bei diesem Fruchtknoten, also da ist die Narbe, kommt Pollen an, Pollen wächst da runter, befruchtet dann die Frucht. Und da sehen wir bei diesen Fruchtknoten schon angelegt, da sind schon diese Stacheln ein bisschen zum Sehen, was dann diese typische Kastanienfrucht einhüllt, also die Kastanien. Super Sache. Aber um das ist mir jetzt gar nicht gegangen, sondern wir haben gesagt, es gibt gelb, es gibt wo da orange und es gibt rote. Und das Ganze gibt es auch, wenn man da herüben schaut, nur dass es nicht so auffällig ist bei der Fleischroten. Da schaut es, also nochmal zum fairerweise, da ist gelb, da ist orangig und da ist rot. Und das nennt sie Saftmale. Die Saftmale dienen dazu, bestäubern, in dem Fall sind es ganz viele Bienen, die was vorbeikommen, zu sagen, wo ist noch was zum Holen, beziehungsweise wo ist noch Bestäubungsarbeit zum Leisten. Nämlich, die gelben Blüten sind noch nicht bestäubt und da gibt es noch Pollen und Nektar als Belohnung für den Bestäuber. Wenn das Ganze dann bestäubt ist, hört die Nektarproduktion auf und das Gelb verwandelt sie über Orange zu Rot. Gelb ist eine Signalfarbe. Bienen können das voll gut sehen. Also diese Blüte schreit, hallo, komm bei mir vorbei, da gibt's was zum Holen. Und Rot können sie nimmer sehen. Also eine rote Blütenzeichnung ist für eine Biene unsichtbar, also da schreit dann nichts. Ist voll schlau gemacht, auch voll effektiv für die Bestäuber, weil die fliegen keine Blüten an, wo es nichts zum Holen gibt. Und aber auch für die Kastanie, die lockt eben diese Bestäubertierchen nur mehr dann zu Blüten, da wo noch was zum Tun ist. Finde ich immer wieder fantastisch. Okay, ja, ich meine, über Kastanie kommt man echt viel dazu, aber das machen wir dann beim Steckbrief und den Steckbrief machen wir dann wieder, wenn die Früchte da sind. Nur so viel ist es nichts zum Essen. Also weder Blätter noch Blüten noch Früchte können wir einfach so essen. Okay, wie machen wir es? Fahren wir wohin? Ich bin nämlich heute mit dem Rad unterwegs. Oder schauen wir, was da noch los ist. Ich bin ja dafür, schauen wir, was da noch los ist. Das vielleicht ein bisschen unfaire zu der Zeit ist, dass ich ganz oft natürlich ähnliche Pflanzen herzeigen muss, weil, ja, seht ihr, also da ist wieder Löwenzahn, dann ist Hahnenfuß da. Das ist zwar nicht, da schaut, jetzt müsst ihr schon wieder schauen, welcher das ist, das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Es ist sicher nicht der scharfe Hahnenfuß, da passen die Blätter nicht. Hahnenfuß gibt es viele, das habe ich ja braverweise schon gesagt. Müssen wir jetzt gar nicht wissen, welcher das genau ist. Sicher nichts zum Essen. Was da zum Beispiel
das ist zwar ein super kleines Exemplar, ja, es ist ein Ampfer, nämlich der Krause Ampfer. Der bekannteste Ampfer wahrscheinlich ist bei uns ja der Wiesensauer Ampfer, den kennen wir alle mit diesen pfeilförmigen Blättern, vielleicht findet man nachher noch wo an. Habe ich herzagt, letztes Video mit Frau und Mann gibt's da, habe ich aber eh herzagt. Das ist der Krause Ampfer. Das Krause kommt von der Blattwellung. Schaut, also wenn es euch diese Seitenblätter, also diese Form, wie die Blatterscheinung seitlich ausschaut, dann ist das gekraust. Es gibt neben den krausen Ampfer nur ganz oft bei uns den stumpfblättrigen Ampfer. War ja ein Wunder, wenn der nicht da in der Gegend ist. Schaut, das ist der stumpfblättrige Ampfer. Also die Blattgröße dürft ihr jetzt nicht stellvertretend nehmen. Das kann beim stumpfblättrigen wie beim Krausen viel größer sein. Da wird natürlich, das ist eine Schlosswiese, da wird oft gemäht. Und wo oft gemäht wird, werden die Pflanzen zum Teil einfach auch gar nicht so groß. Aber man kann sehen, wie es zum Namen kommt. Krauser Ampfer, stumpfblättriger Ampfer. Beide sind in echt ungiftig und zeitgleich sind es jene Ampfer, die was auch in Notzeiten am Schluss erst benutzt worden sind. Zwei Gründe. Erstens, sie schmecken eigenartig und wenig wohl und sie sind auch problematisch punkto Oxalsäure. Also man kann das zwar essen, soll es aber nicht über einen längeren Zeitraum oder in großen Mengen essen. Nur, dass man das weiß, kann man schon mal probieren. Ich finde, wahrscheinlich wird man eh drauf kommen, dass man gar nicht scharf drauf ist, dass man öfter verwendet. Auch für die wird es dann in Blütezeit natürlich Steckbriefe geben, habe ich noch nicht fertig, blüht ja auch noch nicht. Da haben wir jetzt auf jeden Fall, schaut, und da sehen wir schön den Unterschied. Das ist der scharfe Hahnenfuß, wo einfach diese Blätter ganz toll bestimmbar sind. Und da habe ich ja schon gesagt, da die Perigonblätter, also unten das, was ausschaut wie Kelchblätter, sind ausgebreitet. Das ist sicher ein Hahnenfuß, aber der schaut anders aus. Wenn mich nicht die Höhe irritieren würde, dann würde ich ja sagen, es ist der kriechende Hahnenfuß. Aber mich irritiert diese Höhe von dem Ding. Sowas lässt mir ja wieder keine Ruhe. Wisst ihr was? Ich schreibe euch das einfach dann drunter in der Beschreibung, beim Zeitstempel, was das genau war. Ich glaube, es ist eh der kriechende Hahnenfuß, der was da ziemlich aufsteigend wächst. Da haben wir ein paar, also was da durchlacht, das muss man natürlich auch jetzt sagen, wenn das schon so eine Farbpracht ist. Also ihr werdet es schon wissen, was es ist. Zumindest können wir mal grundsätzlich sagen, es ist sicher ein Ehrenpreis. Also die Blüten sind ja wirklich beim Ehrenpreis immer sehr verräterisch. Es gibt ja viele Ehrenpreise, aber diese Blüten haben auch ganz viele von den Ehrenpreisen, haben solche Blütenformen und Farben. Was sie eben unterscheiden, ist der Aufbau vom Blütenstand. Ihr seht, das ist so ein traubiger Blütenstand. Das ist der Germander-Ehrenpreis. Der persische Ehrenpreis, habe ich schon öfter hergezeigt, selbe Blüten, aber anderes Blattaufbau. Ein Hain-Ehrenpreis, Efeu-Ehrenpreis, also die alle ähneln sich irgendwie und ich finde, alle schmecken sumpfig. Also ausprobieren, den sehen wir da und da hinten seht ihr, stumpfblättriger Ampfer, der ist ziemlich ein Hund und in der Landwirtschaft ein echtes Problem, weil er wurzeltief und ist, auch wenn der jetzt zum Beispiel umgockert wird und die Wurzeln zerreißen, dann kann aus jedem dieser Wurzelstücke wieder neue Pflanzen wachsen. Also das kann echt für Bauern, ich werde es ganz oft auf Felder sehen, dass Bauern mit einem Spaten spazieren gingen und dann können sie fast annehmen, dass auf der Suche nach einem stumpfblättrigen oder einem krausen Ampfer sind, dass sie ausstechen. Und da, mit dem schließen wir jetzt mit Blick auf den Zeitstempel. Das ist eben unser Sauerampfer, das Wiesensauerampfer. Ja, und das ist der. Auch der hat viel Oxalsäure. Das ist auch eine Pflanze, sollte man nicht ständig essen oder zu davon essen. Aber der schmeckt zumindest wohl. Also Oxalsäure heißt nicht zwingend, dass was sauer schmeckt. Ja, aber da ist so, dass die Blätter sauer schmecken.
Und nachdem wir sie ja im Teil 1 von der Woche gesehen haben, kurze Prüfung, fairerweise benutze ich es Zoom. Was haben wir da? Mann oder Frau? Ja, ihr seid echt gut, habt aufgepasst, das finde ich echt lobenswert. Ah, ist natürlich eine Frau. Ah, ja, verräterisch, da hat man schon irgendwo ein erstes Früchtchen wieder hängen gesehen, glaube ich. Ja, und diese haarige Struktur, diese Blüten, also das ist auf jeden Fall eine Frau. Okay, dann für heute tschüss und möglicherweise wird es einen Teil 3 auch in KW19 geben. Wie ich mich kenne, muss das fast passieren. Okay, dann für heute, pfiat euch.